Wir kommen zurück zur Bezirksliga und wechseln die Liga von 3 auf 4 die Staffel und gehen erstmalig aus der Dürnerkante heraus in die Städteregion, besser gesagt zum VfR Würselen. Heute zu Hause gegen TV Konzen. Zum Spielverlauf, mehr und die Punkte, wo sind die hingegangen? Das wird uns jetzt der Trainer verraten von VfR Würselen, und zwar Herr Talic. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Jochums. Herr Talic, sechster Spieltag. Wie wird man denn den Spieltag in einem Satz zusammenbringen? Für uns ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben jetzt 9 Punkte aus 6 Spielen und sind sehr erleichtert nach diesem wichtigen Sieg heute. Sehr erleichtert. Sie haben es vorweggenommen. 3 Punkte sind in Würselen geblieben, an der Dobacher Straße. Rund 100 Zuschauer. Ein Spiel war mit wenig Toren. Sie haben es gesagt, 1:0 gewonnen. Halbzeit noch kein Tor gefallen. War das Spiel denn so im Mittelfeld, sag ich mal, festgefahren, oder waren die Offensivkräfte von beiden Seiten so ein bisschen mit Ladehemmung? Tatsächlich gab es relativ viele Tore und dieses Spiel kann auch ein 4-3 oder 3-2 am Ende enden. Die Stürmer hatten heute so nicht das Zielwasser getrunken, muss man ehrlich sagen. Ja, sie hatten ja in den letzten Wochen, sag ich mal, Höhen und Tiefen zu verkraften. Im Pokal ausgeschieden gegen Breinig und das Spiel gegen Ottweiler, was sie zu Hause, sag ich mal, in einem krassen Rückstand noch gedreht haben. Man konnte es hören auf der Platzanlage gegenüber von Teutonia Weiden. In den letzten Wochen sind sie ja richtig gebeutelt worden mit vielen roten Karten. Wie haben sie das denn jetzt verkraftet in den Wochen, wo die Spieler fehlten? Ja, das hat man brutal gemerkt. Wir hatten letzte Woche in Eichenscheid 4 Sperren, 3 Verletzte noch dazu. Da fehlen einfach mal 7 Stammspieler und das war für uns dann gegen so einen guten Gegner nicht aufzufangen. Ja, gehen wir zurück zum Spiel heute. Halbzeit, wie gesagt, 0:0, jeweils eine gelbe Karte auf beider Seite. Da kann man ja als Trainer nicht zufrieden sein. Man musste ja jetzt endlich mal einen Dreier einfahren. Wie haben Sie denn Ihre Mannschaft jetzt für die zweite Halbzeit eingestellt, mit dem Hinweis, Achtung, gelb oder rot, nicht wieder kommen lassen? Tatsächlich haben wir die innerhalb der Emotionen rausgenommen, haben gesagt, ruhiger Jungs, das war wieder sehr, sehr unruhig, das Spiel. Wir wollen es positiver gestalten und meine letzten Worte waren eigentlich, wir schießen das 1-0 und das reicht heute. Ja, nach 75 Minuten ist es passiert. Wer hat's gemacht und aus welcher Situation? Der Lukas Schadmann hat es gemacht, wir haben einen sehr guten Spielzug über außen. Ein junger Spieler, der gerade aus der A-Jugend kommt, aus der eigenen A-Jugend, tankt sich durch gegen zwei Mann, legt ihn in den Rückraum und Lukas schießt ihn in die lange Ecke. Ja, Sie haben es angesprochen, junger Spieler Luca. Man konnte es am Pokal sehen gegen Breinig. Also Ihre Mannschaft ist ja wirklich sehr, sehr jung und man würde sagen, lauffreudig, aggressiv und die wollen jeden Ball holen. Ja, das ist echt so. Unsere Arbeit gegen den Ball ist sehr, sehr gut. Ich glaube, man spielt nicht gerne gegen uns, weil die Jungs alles geben, sehr laufstark sind, sehr aggressiv, sehr giftig sind und unser Spiel auch gegen den Ball durchziehen wollen. Vor dem 1:0 in der 60. bzw. in der 70. Minute gewechselt. Aus welchen Beweggründen? Tatsächlich sind 3 von den 5 Wechsel aus verletzungsbedingten Gründen passiert. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man irgendwas plant. Und dann solche Sachen funktionieren. Aber wir haben in der Breite guten Kader. Wir hatten am Donnerstag auch 26 Spieler beim Training. Wir konnten bis dato bei fast jedem Training 11 gegen 11 spielen. Man muss ja sagen, die Jungs haben eine Top-Einstellung, Top-Mentalität. Ja, selbst angesprochen, eine große Bank, die ganzen Spiele, die jungen Spieler aus den eigenen Reihen oder, sag ich mal, Auswärtige hinzukommen. Wir haben sehr viele. Wir haben tatsächlich 4 Mann aus der eigenen A-Jugend dazu genommen. Und noch 4 oder 5 Jüngere aus einem anderen Verein aus der A-Jugend. Und bis dato sind 3 bis 4 eigentlich in regelmäßig in der Startelf. Ja, Platz 10 nach 6 Spielen mit 9 Punkten. Kann man da als Trainer zufrieden sein? 3 Siege, 3 Niederlagen? Ja, definitiv nach dem großen Umbruch im Sommer mit 13 Abgängen, 12 Neuzugängen, ist das völlig in Ordnung. Wir wollen es jetzt aber auch stabilisieren und einfach weiter punkten. Ja, Sie haben das Traineramt, glaube ich, schon jetzt im 3. Jahr. Im dritten Jahr, genau. Welche Ziele nehmen Sie mit dieser neuen Mannschaft, mit diesem neuen Team in der Bezirksliga dieses Jahr in Angriff? Wir wollen definitiv in die obere Hälfte rein, ab Platz 8. Ist das realistisch, bis Platz 5, das ist realistisch für uns dieses Jahr. Alles andere ist einfach Träumerei. Ein Blick nach vor, nächste Woche, wo geht's hin? Wir spielen gegen Jugendsport Venau zu Hause bei uns. Ein interessantes Spiel. Wenau auch 6 Spiele, 9 Punkte. Genau. Also könnte eigentlich schon so eine Art 6-Punkte-Spiel für Sie werden. Ist ein wegweisendes Spiel. Wer da gewinnt, der kann dann einen guten Schritt nach vorne machen. Daher wird es brutal wichtig. Aber unsere Heimspiele sind immer sehr, sehr spannend und da geht immer gut was ab.
Vielen Dank für das heutige Gespräch und einen schönen Abend. Sehr gerne, vielen Dank, Herr Jochens.